Das Video ist 10 Jahre alt, dreht an der Schulenstrasse. Dort bin ich aufgewachsen. Wir haben an der Bahnhof schon das Fangis gespielt und sind dann weggeschickt worden. Sind am Bahnhof über Barrieren geklettert. Ja, haben halt vieles gemacht, was die Jugend so macht. Und hoffentlich auch später noch jemand mal dies und jedes macht. Ich habe dann erlebt, wie es unseren Nachfolger gegangen ist. Weggeschickt von den Kirchenstegen, die doch so hervorragend war für Skater. Spannend zum Schauen. In Köln fahren sie beim Domi auch die Stegen runter. Köln und Buxtit nachzählen. Wenn man euch im Google Jugendpark eingibt, dann kommt zuerst Köln und dann gerade eben Bux. Der Jugendpark ist jetzt ja eben eingeweiht worden. Ja, das Bux hat sich einiges zu tun. Als Lehrer habe ich dann den Frust der Jugendlichen erlebt, und nach viel Einsatz das Jugendcafé nicht zustande ist. Aber aufgeben, genau das bringt eben nichts. Weil dann bleibt die Plattform für die Jugend, wie hier auf dem Bild, immer leicht schwarz. Die Jugend wird dann an den Rand gedrängt. Das aber hat sich die Bux eben geändert. Zum Beispiel mit YouSpeak und viel Einsatz von Jugendlichen. Der Jugendpark ist ein sichtbares Zeichen für den Einsatz. Es gibt andere Bereiche natürlich auch. Bezüglich Jugendpark. Die Stadt hat ein Drittel der Kosten gezahlt, ein Drittel war Sponsoring und ein Drittel haben die Jungen eben selber geleistet, wie wir hier beim Zoom-Bau mit der Tamara und ihren Boys sehen. Viel Einsatz an einem Samstagmorgen. Grosse Teamfähigkeit und auch viel Spass bei dieser ganzen Arbeit. Oh ja, du bist auf jeden Fall über einen Meter. Dann musst du sowas von euch reinhauen. Ja, auf YouTube gehen wir jetzt einfach 92, oder? Heisst 18 cm. Es braucht einen Haufen Jugendliche. Jugendliche, die bereit sind, etwas zu machen, die sich nicht verstecken hinter einem offenen Bänkchen, die ohne zu viel auf der virtuellen Welt unterwegs sind. Du bist ein Turner. Zum Glück nicht. Ja, dann kannst du kein zweites Mal, schon? Nein, das schaffe ich nicht. Gut. Ja, es ist viel gelaufen. Sichtbar eben jetzt halt der Jugendpark, wie eingewählt worden ist. Für uns Alten, für mich und meinen damaligen Nachbarn der Schulenstrasse, der Hans-Rudi Rohrer, er hat allerdings in der Graffeldstrasse gewohnt, eben auch Anlass, um zurückzuschauen. Was war denn damals in der Schulenstrasse, wo wir die Schulenstrasse unsicher gemacht haben, mit dem Hans-Rudi seinen Dresinen, der Ruf und der Ab, der alle Kreuzungen, bis die Auto gekupert haben, bis man uns abgeschimpft hat und so weiter. Also wir haben einiges natürlich auch erlebt. Also ein Blick zurück. Und darum habe ich mit dem Hans-Rudi geredet, wie es denn damals war und wie siehst du es jetzt? Ja, aber schon mal eine Dresine, weißt du? Auf der Schulstrasse. Brandgefährlich, brandgefährlich. Das war vor 68 Jahren. Ja, aber gefährliche Sachen haben wir damals so gemacht. Nein, vor 64 Jahren. Nein, 64? Vor 60 Jahren. Ja, ich bin nicht älter als dabei. Nein, ja. Du, weißt du, wenn wir da durchschauen, du musst jetzt mal da durchschauen. Weißt du, wenn wir in die Schule haben müssen, dort hinten beim Bahnhof, hätten wir jetzt so Barrieren gehabt. Das würdest du aber noch einschalten da. Ich habe alles eingeschaltet. Es tut aber kein rotes Licht. Ja, da habe ich abgestellt, damit du nicht siehst, dass ich filme. Nein, ich sag, du bist schon einfach da. Schon gut da. Aber geil, das hätte uns auch gefallen. So. Andresina. Nein, da ist ein Parkuhr. Ja. Wir haben unsere Parkuhr schon selber gefunden. Oder? Genau. Altendorferstrasse, ein mit der Dresine, Schulstrasse, Ui und so weiter. Genau. Sicher? Ja, genau. Ist wahr. Auch die Tatsache, oder? Ja. Wir können uns beschäftigen. Geil, wenn wir hier vorbeifahren. Man kann nicht vorbeifahren, gell? Ich bin hinter dem Zug. Ich weiss es. Aber gell, es ist eigentlich interessant. Ja, sicher. Man muss hier bleiben und schauen. Und so wie ich dich kenne, du hättest das auch gemacht früher. Du wärst wahrscheinlich eine Frau gewesen, die das gemacht hat. Ganz genau. Gell? Das hast du recht. Ja, präzise. Aber es ist nie zu spät. Nein, natürlich nicht. Bist du am Stadtrat da oder ja, nicht als Zugist, um Verletzte wieder zu flicken? Nein, ich hoffe es nicht. Ich hoffe, es geht möglichst auffallfrei hier vonstatten. Aber gell, wir als zwei rautis Bugs bekannte derge Sachen hätten wir auch gemacht, wenn wir reden dürfen. So gerne noch viel wildere, so wie ich die kenne. Mein Gott, Annemarie, komm zurück von uns, jetzt schon wieder mit dem Park. Da passt es hierher, gell? Deine Buben. Du, Kreine. Die hätten alles das so gemacht. Und wir haben einen Teil hier von den Buben. Echt? Ein Füßel. Ja, und der ältere Bub da, was macht der? Tut er auch? Nein, der macht keinen Parkour. Nein. Du, ist das hier etwas Kulturelles? Unter anderem, ja, es hat mit Jugendkultur zu tun. Aha. Darum ist der oberste Kulturboss da. Definitiv. Aber du machst sicher auch etwas. Komm jetzt, Andreas. An diesen Stangen da? Ja. Stell dir vor, nein, das wäre nicht altersgerecht. Komm. Muss er, gell? Muss er. Wenn er möchte, ist natürlich freiwillig. Zwingen kann man niemanden.
Aber gell, wir zwei haben fast ein bisschen zu viel Gewicht, da, für das zu machen. Ah, ich habe gesehen, wie du probiert hast. Ja. Hat gar nicht so schlecht ausgesehen. Unglaublich. Aber du hättest Postur, hey, Andreas! Nein, das ist gut, wenn die Jungen so fit sind, wie wir es früher nie waren. Das ist schon gut. Die können da verrückte Sachen machen, die wir nur da träumen davon. Eben, gell, ein bisschen Mogli spielen, nicht mal, wäre nicht schlecht. He? Ja, ich meine, wir haben Dschungelfangis gemacht in den Turnhallen, aber dort hat es immer ganz dicke Matten dazwischen gehabt, dass wir uns nicht wehtun. Und wenn ich da vorne schaue, dann ist es gut, dass die jungen Knochen wahrscheinlich noch ein bisschen elastischer sind als uns. Aber insgesamt wirklich eine lässige Sache, gell, für die Jungen? Das ist fantastisch. Also das Engagement, das die Jungen hier an den Tag gelegt haben, die Arbeit investiert haben, die Ideen eingebracht haben können, das ist so wunderbar, so etwas zu sehen. Wunderbar, gell, wenn man so Tamara begleitet. Weißt du, so eine Frau, die nicht weiss, wie man den Meter hat, und nicht weiss, dass man mit dem Hammer daneben schlägt, auf den Daumen schlägt. Also, gell, ist wunderbar. Den Zaun hat er selber gemacht, gell? Den Zaun hat er selber gemacht und sie hat es eigentlich ganz gut gemacht. Für das, dass sie aus dem Büro kommen oder aus der Schule oder so, haben sie es wunderbar gemacht. Hast du aber schon zünftig müssen helfen, gell? Ein bisschen, ja. Aber was hast du dort gesagt? Was muss man den Jungen geben, damit es klappt? Hast du etwas gesagt beim Zaun? Kannst du dich erinnern? Aha, es gibt ein Sprichwort. Ja. Dass, wenn man den Jugendlichen ein Haus gibt, dann machen sie Bretter daraus. Aber wenn man ihnen Bretter gibt, dann machen sie ein Haus daraus. Super. Wenn man ihnen eine Brücke gibt, was machen sie dann? Ich weiß nicht, ob man das schon mal probiert hat. Von dem habe ich noch nichts gehört. Aber sie haben schon gehört, dass sie Brücken bauen. Eben. Aber ja. Unter der Brücke von Buchs, das ist etwas Spezielles. Ja? Das ist ganz etwas Spezielles. Ja. Und alle haben recht wirklich Freude daran. Hey, da kommt mir vor, wie man so ein eidgenössisches Turnfest. Ja, das sind wir ungefähr. Hä? Das sind wir. Boah! Aufwärmen ist wichtig. Wie früher am Turnen auch. Aber schon sehr gefährlich, gell? Turnen? Nein, da. Weißt du, was gefährlich ist? Nichts machen ist gefährlich. Du machst auch schon lange? Ja, ja. Hä? Mach schon. 16 Jahre. Und wie viel Mal bist du schon weggeschickt worden? Irgendjemand? So, jeden Tag normalerweise. Nein, Spass. Nein, da macht man keinen Lärm. Da wird man nicht weggeschickt. Ja. Einfach, wie man normal tut, ist alles gut und alle haben Freude. Und die Eltern? Die sowieso. Wenn die Kinder wollen dann etwas Gutes spielen, hier, ein bisschen rumhängen, tut allen gut. Die Eltern können auch mitmachen. Und der Park da unten, das ist jetzt nebst dem Regen, Sicherheit auch etwas Gutes? Ja, auf jeden Fall. Ja, weil im Sommer bist du ein bisschen geschützt vor der Sonne. Und ich meine, ja, die Sonne kommt ja gleich auch ein bisschen am Abend rein und die Aussicht hast du ja gleich. Das ist wirklich sehr gut hier unter der Brücke. Gefällt mir. Ja, aber Daniel, also, schau mal, mit Reden da ist das heute nicht gemacht, oder? Also so ein richtiger Gump. Ja, ein Gump von einem Hürde zum anderen. Wasser trinken mit den Jungen, das tun wir dann machen. Echt? Aber da turnen tue ich nicht. Nein. Das ist viel zu gefährlich. Das wäre bei mir, wenn ich an ein Grümpel-Turnier gehe. Dann wäre ich sicher nach 3 Wochen verletzt und krank und weiss ich was alles. Und du, Ludwig, spielst du ein bisschen Mogli? Ich bin beide, ich habe hier einen Lauter. Moment, schau mal. Also, da kann ich nicht dort raus. Oh, Ludwig. Ja, gut, okay. Also, du bist eindeutig, ja. Ja. Ja, Markus, geht wirklich allen gleich. Oi. Aber dir geht es jetzt ein Klagen, gell? Einmal nicht drüber. Nein. Mal! Ja, aber du mit deinem Einrad machst du viel verrückte Sachen. Oder? Das ist ja, aber du Jugend. Machst mit deinem Einrad viel gefährlichere Sachen. Das stimmt, dort kann man sehr ein paar Sachen machen. Da. Ja, komm jetzt, trainieren. Markus! Ja, ja. Machst du nicht? Es ist leider nicht dabei. Hoppla. Leider heute nicht. Meitle, machst du mit? Nein, ich mache nicht mit. Also mindestens so ein bisschen den Daumen heben, dass es keine Zehen ist. Genau, ja. Ambulanz mache ich. Du, was sagst du? Gehören die Mädchen einfach dahinter oder sollten die Mädchen auch mitmachen? Die sollten auch mitmachen, definitiv. Eben, ja. Eben, nicht nur einfach ausschenken, da, oder? Ah, auch mit Festen. Ja, aber kennst du Mädchen, die da mitmachen? Nein. Nikon gegen Canon! Hallo? Nein. Du machst Fotos hier, gell? Ja. Und sonst so Parkour machst du keinen? Nein. Warum nicht? Ich kann das nicht. Du, los mal, hat da Luther ein Junge da? Du bist ein älter. Ist eine Frage vom Alter auch? Nein. Also je älter, desto besser, oder? Nein, ja, du könntest jetzt zum Beispiel mir eine Kamera geben, dann kannst du mal... Um Gottes Willen nochmal. Ja, ich hänge mir mal auf. Das kannst du machen, bis du nicht mehr kannst. Hoi, wie lange machst du das? Ich mache das etwa 8 Jahre. Ah, weißt du, so, ja. So unter der Brücke, also im Grunde suchen sich jemand mal auch schönere Arten aus, oder nicht? Mir gefällt das mega gut. Schau mal die Aussicht an. Super. Und der Vorteil ist, wenn es so regnen würde, könnt ihr immer noch trainieren. Die anderen ja, werden dann halt nass. Und da hast du den Vorteil halt hier. Du kannst jetzt immer trainieren, egal eigentlich, ob es regnet oder nicht.
Hey, Politik sollst du nie überstürzen. Wenn schon, durch sie stürzen. Nein, hast jetzt du gesagt und nicht ich. Du, hey, Tamara, hast du hübsch gemacht, hä? Bist du nervös? Nein, ich hätte schon wollen kommen. Du, woher? Wo sind die weißen Fingernägel? In seinem Weg, jetzt sind sie so. Und der Mit Steilchen. Gell, und der Meter, weißt du, wie man hebt, 2 Meter? Ja, sicher. Okay. Auf der richtigen Seite. Hey, so peinlich, weißt du, was wir gemacht haben, als wir hier dazu hin und da 30 oder Meter. Und wie habe ich es gekauft? 2,10 oder etwas so. Und ich so, hey, Mann, der ist wohl auf. Nachher, ich hätte es eben 3 Nein, nein, du hast vielleicht eher gekippt, du hast 80 statt 1,20 Meter oder ja, so. Ja, ja. Genau. Man sollte es halt vielleicht auch richtig heben. Ja, ja, gut. Du bist einer wie der Mogli, du. Aber wenn du oben durchspringst, dann braucht er keinen hohen Mut. Wenn du neben dem gehst, ist ehrlich gesagt 10 ein. Es geht so. Ja, was geht so? Nichts ist. Man sollte sich das ja einfach aufbauen die ganze Zeit. Aha. Über Jahre. Aha, machst du schon lange? Ja. 10 Jahre jetzt. Was braucht es überhaupt, um so etwas zu können? Kraft. Mut. Und Freude. Mut, das kommt mit der Zeit von allein. Wie viel bist du auf die Schadigkeit? Noch nicht so viel. 10 eingeschlagen? Gar nichts. Echt? Ja. Ja, komm, dann zeig mal. Mein Gott, hey du, Dschungelbuch ist ein Scheissdreck dagegen, du, hä? Unglaublich. Und wie viel Mal probierst du jetzt? Den probiere ich ein paar Mal heute. Gell, nicht direkt. Einfach nie aufgeben. Ja, genau. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Eröffnung vom Jugendpark Bux. Mein Name ist Mischa Eckenberger und ich bin Kassier vom Youthspeak Jugendrat Bux. Und vor allem unser Verein Youthspeak ist dafür verantwortlich, dass dieser wunderschöne Park hier entstanden ist. Diesen interessanten Park hat die Stadt ermöglicht und den Jugendlichen gewidmet. Auch die Sponsorinnen und Sponsoren haben einen großartigen Beitrag geleistet. Herzlichen Dank für dieses Vertrauen und dass Sie alle heute hier mit uns diesen Jugendpark eröffnen. Es gibt viele Vorurteile den Jungen gegenüber. Sie rühren das Zeug einfach am Boden, machen zwar Ältere auch. Sie sind unhöflich, sie sagen nicht Grüezi, ich weiss auch nicht, es gibt ganz viel. Ist jetzt das so? Ich glaube es überhaupt nicht. Ich glaube, wir haben hier den schlagenden Beweis, dass es die überwiegende Anzahl der Jungen tiptop macht. Und da haben wir jetzt ein ganz spezielles Beispiel. Wirklich ein gutes Beispiel, dass diese Pauschalisierungen über die Jungen, das ist einfach Mist. Es gibt der allergrösste Teil der Jungen, die super sind. Und die Stadt Bux, und das darf ich im Namen des Stadtrats sagen, wir sind stolz auf unsere Jungen. Die Jungen tragen gemeinsam Verantwortung. Das kann niemand einfach so das Gegenteil behaupten. Ich habe mich dann sehr gefreut und war gespannt, als der Heinz Rotenberger die Jungen in den Stadtrat eingeladen hat von Youthspeak. Und ich muss einfach sagen, also ich hätte im gleichen Alter hätte ich gezittert vor so einem Auftritt. Aber dieser souveräne Auftritt vor einem anfänglich skeptischen Stadtrat, wo es darum gegangen ist, den Stadtrat zu überzeugen, er soll das Kreditbegehren bei der Bürgerschaft beantragen für die Unterstützung des Jugendparks, das haben die so gut gemacht und die haben wirklich in dieser Stunde oder 3/4 Stunde oder was es war, was bei uns im Stadtrat war, haben sie wirklich aus Skepsis eine rechte Begeisterung hergebracht. Und sie haben auch die Auflagen, die wir dort dann eigentlich dann gesagt haben, das wäre aber noch etwas, was man auch noch erledigen muss, haben sie souverän eigentlich bearbeitet. Sie haben eine Organisationsform, eine formelle, gegründet noch. Sie haben Verträge alle gemacht. Sie haben das Konzept gegen das Littering gemacht. Also wirklich vorbildlich. Und für mich ist es wirklich ein Freudentag. Es ist einfach auch toll, wenn man da sieht, wie aufgestellt die Jungen da miteinander eigentlich umgehen. Es ist für mich jetzt ganz ehrlich, das ist jetzt nicht für die Medien gesagt, aber wir sind ja da unter uns. Es ist auch etwas Schönes, ein Gegenpol zu dem Griesskram und zu dem Gejammer über Kleinigkeiten, die ich ab und zu auch erlebe in meinem Beruf. Nicht immer zum Glück. Ich wiederhole mich, Junge von heute erreichen etwas, wenn sie es wollen.
Und der Jugendpark ist eine Bereicherung für Buchs. Es braucht Raum, um etwas Derges zu machen. Wir wollten sie nicht outsourcen in eine andere Gemeinde oder irgendwo virtuell in einer Cloud machen, sondern hier. Und hier befinden wir uns auf dem Grund der SBB. Die SBB hat freundlicherweise die 1000 Quadratmeter zur Verfügung gestellt für einen humanen Pachtbetrag von 300 Franken pro Jahr, was wir als sehr fair anschauen. Und ich glaube, das ist für die SBB ein Applaus wert. An dieser Stelle zu stehen heute bedeutet mir sehr viel. Nicht nur, weil ich den Moment mit Ihnen allen teilen darf, sondern weil jahrelange Arbeit und Bemühungen sich endlich ausgezahlt haben. Ein paar wenige haben am Anfang daran geglaubt, dass der Jugendpark Wirklichkeit wird. Und es sind immer mehr und mehr geworden. Sorry, wenn ich anfange zu heulen, aber es ist ein bisschen emotional. Ein paar Jugendliche haben etwas geschaffen, was vielen zu gut kommt, jetzt und in der Zukunft. Okay. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie ganz herzlich heute hier willkommen zu heißen. Heute an der Eröffnung von dem wundervollen Paar. Es freut mich sehr, ein paar vertraute Gesichter zu sehen und viele Menschen zu sehen, die mir im Laufe des Projekts vertraut worden sind. Und es freut mich auch, viele Personen heute hier zu sehen. Und so auch mit Ihnen, sehr verehrte Damen und Herren, dass Sie mir ein bisschen mehr vertraut werden. Alle gemeinsam verbinden uns, dass wir an das Projekt einen Beitrag geleistet haben und daran geglaubt haben. Jeder im Rahmen von seinen eigenen Möglichkeiten. Alle haben wir das Potenzial von dem Jugendpark gesehen und in Zukunft investiert in die Jugend. Und natürlich auch der Wunsch nach Begegnung und Sport. Der Aladdin hat schon im Rahmen eines Schulprojekts von 3-4 Jahren einen Zeitungsartikel mit dem Titel geschrieben, warum nicht ein Street-Workout für Buchs. Ihr fragt euch sicher, warum ein Baum, so ein kleiner, auf dem Lautsprecher steht. Und zwar, das ist eine lustige Geschichte. Als wir nämlich hier wegen den Bäumen geredet haben, haben wir eigentlich ja wollen Obstbäume pflanzen. Dort hinten steht heute kein Obstbaum. Sondern irgend so ein Ahorn-Ding. Fragen mich nicht, ich bin nicht so gut mit Bäumen. Und darum, Arsim, ein kleines Dankeschön für mich an die. Jetzt hast du halt einen Zitrusbaum, aber hoffentlich bringt er dir Freude. Emotional und sympathisch nicht. Tamara vom Jugendrat Buchs und der Arsim von der offenen Jugendarbeit Buchs 2 von vielen, die viel geleistet haben. Es ist mehr als nur ein 1000 Quadratmeter grosses Perkli. Es ist etwas Spezielles, das unter und neben der Brücke. Für Markus Büchel vom Koi Werdenberg ist es ein Stück Stadtentwicklung. Genau, es ist ein Ort für Begegnung, wo sich eben vor allem Jugendliche treffen, aber eben nicht nur Jugendliche. Ich denke gerade an Sportangebote, da spricht auch andere an. Und man begegnet sich da und man kann sich bewegen, ganz verschiedene Geräte. Und darum denke ich, hat das sehr viel mit Stadtentwicklung eben zu tun. Vor allem natürlich auch der Prozess selber, wie das entstanden ist, wie sich die Jugendlichen engagiert haben, in Austausch sind mit dem Stadtrat natürlich, aber auch mit der Verwaltung, die da dabei war. Eine grossartige Sache, gell? Wie die Jugend die wechselt immer wieder. Du hast gesagt, dass eben nach einem Jahr wechselt das wieder, je nach dem Jugendrat. Und natürlich haben ein paar heute auch geredet, die schon lange nicht mehr dabei sind. Also ja, um eben bei der Stange zu bleiben, im wahrsten Sinn, hinterher sehen wir es gerade einen, gell? Da an der Stange bleibt. Zum Stange bleiben im Wahrstuhl, der braucht eben auch Leistung und Engagement. Auf euch, auf dem Koi, gell, wo ziemlich glaubt. Genau, ich denke, ohne es geht es halt dann schon nicht ganz, dass dort einfach eine Kontinuität gewährleistet wird. Und natürlich auch, dass man den Jugendlichen eine Stimme gibt und sie auch bestärkt dran zu bleiben. Weil sie täten sich dort vielleicht dann relativ schnell entmutigen lassen, wenn eben Forderungen kommen oder wie eben der Stadtrat gewisse Auflagen gemacht hat. Dass man dort ihnen das dann auch zeigen, wie sie dem standhalten kann. Jetzt haben wir hinten so ein paar Übungen gesehen, das sind schon richtige Freaks. Du bist ja auch noch wirklich einer, also mit dem Meirat, das du mal machst. Also, meinst du, es hat so keiner sich gezahlt? Also, könntest du dir vorstellen, dass du auch noch gut trainieren gehst? Ja, um ein bisschen zu trainieren ist das sicher ja. Gut. Dass man Kraft so. Und Kondition ist doch das. Boah, ist unglaublich, wenn du dem zuschaust. Wäre nichts für uns, oder schon? Nein, das wäre nicht mehr für uns. Oh, du, Wahnsinn, hä? Schank ist es natürlich eben mit der Stadt Buchs, gell? Tamara hat gesagt, ein kleines Beitrag gemessen an allem, gell, was es natürlich braucht. Natürlich Engagement von der Jugend, also ein Drittel haben sie selber geleistet, oder?
Genau, sie haben sehr viele Eigenleistungen gemacht. Am Bauen, die Platten verlegt, sind sie am Helfen. Zuerst mal alles aufräumen, sind sie dabei. Dann hier beim Schalen sind sie dabei, beim Betonieren. Sie waren immer sehr aktiv. Ja. Grosser Selbstanteil, den sie gemacht haben. Ein Freudentag für das KOI natürlich auch. Gell? Da siehst du, also, auch eure Leistung bringt dann eben gleich etwas. Absolut. Also, Freudentag, ich denke, primär für die Stadt Bux. Ich glaube, eben, es gibt da wirklich eine Qualität für die Stadt, aber wirklich natürlich auch für die Jugendlichen, dass die das erreicht haben. Und da damit ein Stück natürlich schon für uns, für Jugendarbeit und vom KOI, das ist richtig. Hätte für das Sandmesser da? Ist gut. Wenn alle bereit sind, dann machen wir auf los. Auf die Plätze, fertig und los! Ja, da haben wir jetzt Roli. Roli hat sich aufgedrängt, er hat unbedingt ein Interview mal machen im Fernsehen. Und darum ist er da. Er ist von der Gruppe Free Parkour seit 2007. Er will etwas sagen zur Entstehungsgeschichte. Ja, also eigentlich sind wir einfach im Kollegenkreis gewesen, wo einfach, wir haben auf YouTube Videos gesehen und haben gedacht, hey, das wollen wir auch machen. Und sind dann rausgegangen und haben angefangen, die Tricks nachzumachen. Ja, und mittlerweile sind wir halt schon ein bisschen, ja, nicht mehr so jugendlicher Leichtsinn, sondern ein bisschen professioneller geworden und bieten auch Trainings an und Kurs. Jugendlicher Leichtsinn tönt super. Jugendlicher Leichtsinn, was heißt das? Was habt ihr gemacht? Jetzt habt ihr noch nicht so einen Park gehabt? Oder habt ihr jetzt immer noch nicht? Also jetzt habt ihr ihn, aber lange nicht gehabt. Aber was ist jugendlicher Leichtsinn? Was habt ihr denn dort gemacht? Ja, dort sind wir einfach raus und haben einen Trick auf einem Video gesehen und haben den einfach nachgemacht. Es war uns egal, ob wir jetzt auf dem Knick landen oder nicht. Wir hatten auch gar keinen Schiss gehabt. Und jetzt mittlerweile tut man schon ein bisschen darüber nachdenken, mache ich jetzt einen Sprung, ist es gesund, ja, nein und so Sachen. Und wenn ihr keinen Park habt, wo sind ihr denn eure Tricks am machen gewesen? Ja, eigentlich alle öffentlichen Plätze sind hier super. Natürlich, auf privatem Grund darf man nicht. Aber Schulhäuser, ja, eben öffentliche Plätze eignen sich hier meistens super. Ja, wir sind aber auch schon ins Ausland gegangen, wo wir gewusst haben, diese Städte oder diese Örtlichkeit, dort ist die Architektur sehr gut dafür und haben auch schon so Trips gemacht, wo wir extra Single Parkour machen ins Ausland. Wir machen sehr viele Filme, haben einen YouTube-Channel, Mani. Wenn man das schauen will, wo findet man euch? Ja, kannst du einfach youtube.com/RubenParkour oder such mal einfach nach Ruben Parkour. Dort findet man unsere Videos. Du, hey, lass mal, ein Schocki ist überkommen, gell? Lauf mal deinen Schocki. Die Freundin, ja, genau, hat er sie geklaut. Hast, ja, du sie wieder zurückgegeben? Nein, sie kann sie behalten. Ja, locker bleiben, das ist ja keine Frage vom Alter. Da gerade beim Bahnhof Bux gibt es jetzt also den Jugendpark. Ein Grossteil davon regensicher und ich möchte wetten, dass kein Jugendlicher etwas dagegen hat, wenn auch einmal ein älteres Semester dort ist. Übungen gibt es ja für jede Altersklasse, von einfach bis so richtig anstrengend und schwierig. Ich bin gespannt, was sich dort unter der Brücke entwickelt. Stadtentwicklung, hat der Markus Büchel vom KOI Werdenberg gesagt. Die Stadt Bux wird oder bleibt also fit für die Zukunft. Jung und älter zusammen. Das geht ja noch jugendlich locker. Weniger problemorientiert, wie es der Daniel Huhn gesagt hat, ja genau die gleiche Meinung. Weniger auf Kleinigkeiten fixiert. Applaus jedenfalls für die Demonstrationen bei der Eröffnung.